was auch immer. Servus. Wir befinden uns in Thale. Von Braunschweig brauchen wir normalerweise 40 Minuten, da aber Autobahn gesperrt ist, etliche Landstraßen, jetzt muss ich bis nach Quedlinburg fahren, das waren jetzt statt 80 Kilometer mal eben 140, habe ich eben 1,5 Stunden gebraucht. Okay, nichtsdestotrotz, super geiles Wetter, heute ist Sonntag, der 2.8.15, leider ein bisschen spät, 10.20 Uhr oder sowas, aber ich denke mal 3-4 Stunden länger brauchen wir nicht für die Tour. Ja, wo sind wir überhaupt? Wie gesagt, Thale. Die Tour nennt sich durch das schönste Tal des Harzes. Also entsprechend einmal oben auf dem Hexentanzplatz. Und dann geht es weiter ein bisschen oberhalb der Bode. Dann runter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Ort heißt. Werde dann nachher noch sehen. Und dann entlang der Bode. Das ist wirklich geil. Ist so 6-7 Kilometer lang, richtig zerklüftet. Teilweise hoch, teilweise runter. So ein bisschen mit Überhängen und sowas. Natürlich nicht klettern. Ist ja für Wanderer. Aber ist schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe die Tour zweimal gemacht. Ich glaube einmal in 10 und einmal letztes Jahr, 2014. Und danach war ich recht kaputt, muss ich echt sagen. Und ich habe doch eine ganz gute Kondition, möchte ich meinen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt und dann geht es erstmal hoch zum Hexentanzplatz. Mit den schönen Serpentinen. Alright. So, damit das nochmal seht, wir starten bei 0 Kilometer und um 10.27 Uhr. So, vorbei an einer wunderschönen Kirche. Und das heute Morgen so wenig los ist, ne? Hat viel gerufen, klingelt es auch. Läutet die Glocken, klingeln ist ein bisschen hart. Ja, das ist die sogenannte Einfallstraße. Hinten im Hintergrund sieht man ein bisschen die Gondeln. Die gehen aber zur Rosttreppe hoch, da wollen wir mit Sicherheit nicht hin. Da gibt es leckeres Eis, da habe ich letztes Jahr wirklich richtig gutes gegessen. Also schicke Häuschen hatten wir ja schon immer hier im Harz, das kann man ja nicht anders sagen. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Sonne im Weg, so sieht man es. Ah, ganz geil eigentlich. Hier habe ich euch angelogen, also es gibt jetzt, wusste ich natürlich auch nicht, irgendwie zwei Seilbahnen hier. Eine, die führt tatsächlich hoch zum Hexentanzplatz und die andere zur Rosttreppe, also sorry dafür. So, jetzt sind wir in dieser tollen Abzweigung. Hier rechts geht es für die faulen Leute eben zur Seilbahn, die Badeanstalt oder sowas. Hier ist noch mal die Bode, da werden wir mal kurz filmen. Sieht echt ganz geil aus, schöner breiter Fluss schon. Aber wir sehen ihn nachher noch mit Sicherheit viel, viel besser. So, jetzt geht es erstmal schick auf diesen Weg, der hier links dieser, wollte gerade sagen, alpinen Hütte ist, aber ja, ist er auch, aber die Hütte ist natürlich nicht alpin. Das laber ich den Kram heute. Vergesst es einfach. Noch nicht ganz wach, heute ist auch Sonntag. So, da steht jetzt an diesem tollen Berg. Was steht denn da? Also Hexenstieg, 2,8 Kilometer Hexenplatz. Und da gehen wir jetzt hoch. Also das ist nicht ohne. Ich kenne die Strecke, brauchst du eine gute halbe Stunde bei guter Kondition oder alternativ eben mit der Seilbahn. Aber wir sind ja Alpinisten oder versuchen zumindest nichts Seilbahn laufen. Okay, ich melde mich von da oben wieder. Wie ihr seht, ich lasse es noch mal eine Minute an. Es sind überall so blöde Wege durch den Wald, aber ich habe mir jetzt extra. Ich will jetzt keine Werbung für Compadel machen, gibt auch Leki und Black Diamond und wie sie alle heißen. Ein paar neue Stöcke gegönnt, meine Elfen aus Alu waren dann doch immer hin. Sind so schön aus Carbon. Ja, alright, dann melde ich mich von oben wieder. Oder da, wo es nochmal schön ist von der Aussicht her. So, muss euch doch nochmal die Schönheit dieses Weges hier zeigen. Das ist echt traumhaft. Also kein Wunder, dass hier die Hexen wohnen. Kommst du nämlich so. So Fuß schwierig hoch. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Snoopy ist heute auch wieder leider nicht dabei. Einer muss das Geld verdienen bei uns im Haushalt. Pech.de. Aber next time ist sie wieder dabei. Ja, wir kamen ja gerade aus den Alpen zurück. War auch noch eine schöne Tour. Super 14 Tage gehabt, das nur nebenbei. Letztes Jahr wäre ich das dann von 14 Tagen, 12 Tage Regen, war echt suboptimal.
Dieses Jahr genau umgedreht, ein Tag Gewitter, sonst nur blaues Himmel. Echt Hammer. Ja, wenn ihr Bock habt, guckt euch die anderen Videos an. Unter der Playlist Alpine Challenge 2015 könnt ihr die gerne auf meinem YouTube-Channel ansehen. Oh, Schwitzkeuch. Mann, ich bin auch keine 50, ey. Okay, da seht ihr mal so eine Seilbahn für die Fraktion Torten und Kuchen, Leute. Ist das nicht dasselbe? Egal. So, weiter geht's. So, schicke Rundumsicht hier mal. Ach Gott. Also geradeaus in circa 100 Kilometer müsste Magdeburg sein. Das ist Thale. Weiter links rüber. Also ein Stück weiter rechts ist noch Quedlinburg. Die Stadt, die jetzt da hinten so ein bisschen erscheint. Ich zoome mal ein bisschen ran. Das ist Blankenburg. Dahinter ist Wernigerode. Gegenüber müsste die Rosttrappe sein. Kann man auch schön hoch. Unten sieht man nochmal die Gondeln. Was ich nicht verstehe, ist es neben dem Okertal das einzige, naja, Klettergebiet, sage ich jetzt mal, dass nicht ein Klettersteig hier mal gebaut wird. Schade eigentlich für ein Harz, aber in Deutschland, speziell in Norddeutschland, scheitert es wie immer wahrscheinlich daran einer Haftpflicht. Wer haftet, wenn irgendwie sich einer die Gurke bricht? Ach, was soll's. So, wir sind fast oben. Das ist auch den Endspurt. Dann gibt es noch mal eine schöne Aussicht. So, oben angekommen. Nach 2,5 Kilometer. Geschätzten 30 Kalorien weniger. Ne, 300 wohl eher. Wetter 27 Grad. Klitschnass gespitzt, aber macht ja nichts. So, willkommen im Kommerz. Zeige ich euch mal, was es alles hier so gibt. Was so Sehenswertes für den einen oder anderen. Für den anderen wohl nicht. Freilichttheater. Wir gehen jetzt erstmal schön zum Hexentanzplatz und alle glotzen. Naja, die Eingeborenen sind manchmal etwas komisch. Wieder nie. Nichts gegen den Osten sagen, aber das ist so typisch dafür. So Werbung mitten im Wald. Naja, jeder wie es braucht. Jetzt geht so ein kleiner Weg hier Richtung Hexentanzplatz. Das sind die Leute, die alle mit der Gondel hochgekommen sind. Ja, ja, wir sind da. Wir noch nicht. Wir haben von 20 Kilometer gerade mal 2,5. Oder von 21, also ein bisschen haben wir noch. Ich hoffe, ihr habt genug zu trinken mit. 2 Liter, mal schauen. Das ist die tolle Kabinenbahn. Hier ist alles. Teilweise mit Flipflops, man glaubt es mal nicht. Echt nicht, ey, krass. Wow. So, der sogenannte Hexentanzplatz. Ihr seht, der reinste Kommerz. Der Hexentanzplatz. Wollen wir mal gucken, wie bei Purgis, Petra, Susanne und Christine hier getanzt haben. Oder noch tanzen. Naja, ob man das alles braucht, sagen wir dahingestellt.
Figuren sehen natürlich ganz geil aus. Was kann ich lassen? Die letzten auch schon so aus? Wahrscheinlich. Aber da hatte ich eben, weil ich kein Video gedreht habe, keine Augen dafür. Naja, so, was gibt es sonst noch Schönes hier? Wieder eine Menge Fressbuden. Ja. Ja, Restaurants dürfen natürlich auch nicht fehlen. Biergärten. Harzer Biergarten, jawohl. Gibt es das gute Hasseröder? Auch ein Witz. Hasseröder wird in Hannover bei Gilde gebraut. Und Gilde lässt nicht in Hannover, sondern hier in Hasserode. Oder wo ist das eigentlich? Doch, keine Ahnung. Auf jeden Fall Wernigerode, da die Ecke. Das Braun. Ja, krass, ne? Wie alles im Leben. Ja, da hinten gibt es ein paar Parkplätze. Also es gibt ja drei Möglichkeiten, hier hochzukommen. Die faule Variante ist die mit der Gondel. Die billige ist die mit dem eigenen Auto. Und die richtige ist die, die ich gemacht habe und ihr wahrscheinlich auch machen werdet, nämlich zu Fuß. So, jetzt geht's vorbei am Tierpark. Ja, so ein armseliger Park, wo die am Wilden gequält werden. Aber wir gehen nicht rein, sondern einfach nur vorbei.